Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Review Video Magazin und einem neuen Review zu einer Achterbahn, die so auch nicht überall anzutreffen ist. Oh Gott, oh fuck. Ja, Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Magazin und mein Review zu Insane im Grönerlund in Stockholm in Schweden. Und das, was ihr gerade gesehen habt, dieses On-Ride, gibt es auch nochmal in voller Länge in der Videobeschreibung zu entdecken auf meinem Zweitkanal. Die eine Seite saß ich, auf der anderen Seite saß The Red Coaster Channel aus Wien und hat mir freundlicherweise dieses On-Ride-Material zur Verfügung gestellt, damit ich das mal zusammenschnibbeln konnte. Dann seht ihr beide Seiten dieser Fahrt gleichzeitig. Und was es damit auf sich hat, dazu kommen wir jetzt in diesem Review. Ja, seit 2009 steht diese Achterbahn in Stockholm und wer das Grönalund kennt, weiß, dieser Park hat verdammt große Platzprobleme. Aber wenn man keinen Platz hat, was macht man? Richtig, man baut sich einen Intamin 6-Spin Coaster, der halt eine sehr, sehr geringe Grundfläche hat, aber trotzdem ordentlich Thrill bietet, meiner Meinung nach. Auch wenn das Ding nur 35,5 Meter hoch ist und auch nur maximal 60 km/h erreicht, bringen diese 250 Meter Strecke so viel Thrill wie manch Riesencoaster nicht. Vor allem, wenn man die geile Seite hat, wie ich finde, zum Wasser hin und man einfach ja ins Nix fällt, also je nachdem, wie sich die Gondel dreht, diese Gondeln sind übrigens freidrehend und je nachdem, wie die sich dreht, einfach ins Nix und die Schiene geht halt weg und du mit dem Gesicht so Richtung Wasser und dann wumm, fährt das Ding einfach in die andere Richtung, der fährt halt oben und unten über die Schiene und dreht sich frei. An den Seiten, damit keiner da in die Schiene reingrapscht, sind so große Scheiben, das sieht aus wie ein Wurfstern oder eine Sonne auf Speed. Richtig nice. Man hat übrigens auch hier diese Intamin-Schulterbügel mit diesen komischen Strapsen da. Oder waren, nee, waren das, waren die mit Softwesten sogar bei dem Ding, oder? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Das hätte ich mir vielleicht vorher nochmal angucken sollen. Das waren die Softwesten, ja. Die sind noch geiler. Aber der Einstieg in die Gondeln ist sehr, sehr hoch. Also man muss sich echt mit den Armen da hoch reindrücken. Und als Mann auf jeden Fall aufpassen. Das könnte ganz schnell in die Hose gehen. Und was ich auch gelesen habe, was einige geflasht hat, dass die Mitarbeiter Headsets haben. Das liegt daran, dass dieser Sechs-Spin-Coaster quasi Wing-Coaster-mäßig ist. Und auf beiden Seiten der Schiene halt einen Gondelträger hat. Die Schiene ist so, dass der Zug unter der Schiene hängt in der Station. Und man kann ja schlecht dann immer so, ey, seid ihr auch so weit? Sondern da wird halt über Headset kommuniziert, ob die gegenüberliegende Seite auch schon fertig abgefertigt ist. Ja, die Abfertigung ist relativ zügig. Man steht halt echt lange in der Station. Aber es ist trotzdem so, dass die Kapazität nur 800 Personen pro Stunde beträgt, was echt wenig ist. Vor allem, weil das Ding wirklich beliebt ist im Park. Wenn ihr da hinkommt, rennt sofort durch, wenn der Park gerade aufmacht, denn danach ist das Ding nur noch proppevoll und alle wollen mit diesem Insane Coaster fahren. Das zu Recht. Muss man auf jeden Fall mal gemacht haben, muss man sich reintrauen, meiner Meinung nach. Ist auch nicht zu vergleichen wie zum Beispiel mit diesem Screaming Squirrel im Gardaland. Das hat da nicht, gar nichts mit zu tun. Und nicht nur der Fahrspaß und der Thrill sind ein Grund, um damit zu fahren, sondern soweit ich weiß, gibt es auch nur zwei Stück davon hier in Europa. Einmal den halt im Grönerlund in Schweden und der andere ist ein bisschen weiter weg in Spanien. Also die liegen beide auf jeden Fall gut weit auseinander. Und sollte man auf jeden Fall auschecken. Übrigens sitzen halt zwei Leute nebeneinander. Dann zwei und zwei Rücken an Rücken und das Ganze auf der anderen Seite dann auch nochmal, sodass 8 Personen gleichzeitig pro Wagen dann auf die Reise geschickt werden können. Ja, und ansonsten sieht das aus wie eine große Murmelbahn, die halt echt so zickzack einfach runtergeht und ein paar. Und das war es eigentlich auch schon, aber das ist so krass einfach. Das ist echt eine Bahn, die man auch sehr schnell unterschätzen kann. Aber
Lohnt sich, macht Bock, ist frillig und für 50 Millionen schwedische Kronen gehört euch auch so ein Teil. Ansonsten guckt halt das Onride euch mal an, was ich gerade erwähnt habe. Oder mein allererstes Onride-Offride-Video, was auch jetzt hier mit im Hintergrund läuft, in voller Länge. Gibt es auch im Link. Und ansonsten abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Guckt bei The Red Coaster Channel vorbei. Und das war's von mir. Ich bin raus. Ihr seid die coolsten. Euer Bro fürs Ride Review Video Magazin. Peace.